Herr Professor Freund, mit dem Webinar Vorsorge selbstbestimmt bis nach Lebensende greift die Stiftung ein Thema auf, bei dem viele Betroffene sagen würden, ach, an sowas Schlimmes möchte ich gar nicht denken. Was sagen Sie als Vorsitzender des Kuratoriums dazu? Ja, naja, also vielleicht muss man ja auch nicht zuallererst an das Allerschlimmste denken. Denn glücklicherweise können ja mehr als 80% der jungen Menschen mit Krebs geheilt werden. Aber auf der anderen Seite, manche Krebsbehandlungen sind eben auch gefährlich. Und da kann es auch in den schlimmsten Fällen mal ganz übel ausgehen. Und realistisch betrachtet, man kann ja auch bei einem Verkehrsunfall auf dem Weg zur Klinik Pech haben und einen Unfall haben. Und das kann jedem von uns passieren. Aber wieso sollte man dann Vorsorge treffen? Wird denn nicht genug für Krebspatienten getan oder warum soll man sich da Gedanken machen? Naja, wenn man in eine schlimme gesundheitliche Situation gerät, dann ist man meistens nicht mehr selbst handlungsfähig. Die Ärzte werden also immer nur so handeln können, wie sie es meinen, dass der Patient es will, im besten Wissen und Gewissen. Aber es ist natürlich die Frage, ob sie den Patienten überhaupt so genau kennen, ob sie seine Wünsche so genau kennen, das ist eben doch die Frage. Welcher Weg in einer solchen kritischen Situation eingeschlagen werden soll, das ist ja immer auch eine sehr persönliche Sache. Die ergibt sich aus den eigenen Wünschen des Betroffenen und seinen Anschauungen und natürlich aus den medizinischen Möglichkeiten. Aber kann man dann nicht die Angehörigen fragen? Ja. Das wird natürlich auch gemacht. Aber im juristischen Sinne sind die Angehörigen nicht berechtigt, über die Durchführung oder Unterlassung von Maßnahmen zu bestimmen. Und außerdem habe ich als Arzt oft genug erlebt, dass die Angehörigen in kritischen Situationen sich auch nicht ganz einig sind. Und die Frage ist also, gibt es eine Vertrauensperson, die die eigenen Wünsche und Anschauungen so gut kennt, dass man ihr die Vollmacht erteilen will, im Gespräch mit den Ärzten juristisch dann auch diese verbindlichen Entscheidungen zu treffen. Ich muss sagen, ich finde diesen Gedanken einer solchen Vertrauensperson, die die Vorsorgevollmacht kriegt, ausgesprochen beruhigend und habe das für mich auch so geregelt. Und was passiert, wenn man keine Vorsorgevollmacht hat? Ja, die Realität ist so, dass die Dinge meist auch so gelöst werden. Also übertriebene Ängste sollte man da nicht haben. Aber trotzdem, wenn man länger handlungsunfähig sein sollte, also zum Beispiel bewusstlos und beatmet auf der Intensivstation, oder sollte es Streit unter den Angehörigen geben, was man ja eben nicht ausschließen kann, dann wird vom Betreuungsgericht eine Betreuerin oder ein Betreuer bestimmt, der dann die gesetzliche Vertretung wahrnimmt und das wird auch vom Gericht kontrolliert. Das kann ein Angehöriger sein, muss es aber nicht. Das heißt, wenn man das ausschließen will, dann ist also die Vorsorgevollmacht sinnvoll. Richtig. Wie man das konkret macht, eine solche Vorsorgevollmacht erteilen, das wird dann in dem Webinar erklärt. Und ist eine Vorsorgevollmacht identisch mit der sogenannten Patientenverfügung? Nein. Eine Patientenverfügung ist etwas völlig anderes. Da legt der Patient selber schriftlich fest, welche Maßnahmen er möchte und welche nicht. Das Problem ist aber, dass es schwierig ist zu sagen, was die Zukunft bringt. Wenn ich zum Beispiel schreiben würde, ich möchte nicht auf die Intensivstation, dann kann das natürlich sinnvoll sein, wenn ich genau weiß, dass ich eine Erkrankung habe, von der ich nicht geheilt werden kann. In einer anderen Situation hängt das ja aber sehr von den Chancen ab. Da wäre eine solche Festlegung ja vielleicht ein Nachteil. Nehmen wir einen Verkehrsunfall, da möchte man natürlich, dass alles gemacht wird. Also da ist die Vorsorgevollmacht eine gute Alternative. Ja, aber das muss keine Alternative sein. Also man kann beides machen. Aber klar, eine Vorsorgevollmacht reicht in vielen Fällen völlig aus. Und ist das alles geregelt, wenn man eine solche Vorsorgevollmacht erteilt hat? Ja, leider sind die Dinge doch ziemlich kompliziert. Also eine Vorsorgevollmacht deckt nicht alle Gebiete ab.
Vollmachten für Bankkonten zum Beispiel müssen auf speziellen Formularen erteilt werden. Und sonst kann eine Vertrauensperson zum Beispiel keinen Dauerauftrag ändern, der weiterläuft. Und auch was mit den Daten passiert, die man ins Netz gestellt hat, in soziale Netzwerke zum Beispiel, das muss auch getrennt geregelt werden. Oder Erbschaftsangelegenheiten müssen in einem Testament geregelt werden. Und dann gibt es noch einen Punkt, Alleinerziehende zum Beispiel mit alleinigem Sorgerecht für ihre Kinder, die sollten auch unbedingt regeln, wer die Vormundschaft für hinterbliebene Kinder haben soll. Das ist ja sehr umfangreich und damit doch durchaus kompliziert. Ja, wohl wahr. Ja, aber deshalb das Webinar. Ich glaube, dass aus dem Gespräch klar geworden ist, dass die Beschäftigung mit diesen Dingen sehr wichtig ist und auch sehr lohnend. Im Grunde genommen natürlich für jeden Menschen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Freund, für das Gespräch. Bitteschön.